Come, Türke, trinke, deutsches Bier. Dann bist du auch willkommen hier. Mit Prost wird Allah abserviert und du ein Stückchen integriert. Das ist übrigens Imran Ayata. Das ist Bülent Kundukçu. Wir haben zum 50. Anwerbeabkommen zwischen der Türkei und Deutschland am Theater Ballhaus Naunienstraße in Berlin ein Projekt gemacht, zusammen, Bülent und ich, und haben versucht, 50 Jahre deutsche Geschichte mit Musik zu erzählen und haben dann an diesem Abend beschlossen, dass wir mit diesem Thema weitermachen. Und es gibt einen Paten dieser Gastarbeitermusik, der heißt Aşık Metin Türköz. Der Mann ist angeworben worden als potenzieller Schlosser bei Ford in Köln. Kam er nach Köln, hat sich die Scheiße angeguckt und dachte, Schlosser bei Ford mache ich nicht. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil er hat dann einfach entschieden, Musik zu machen. Und das hat er 40, 50 Jahre gemacht. Es gibt unfassbar viele Alben von Aşık Metin Türköz. Und man sieht dann in seiner Arbeit, dass es immer um Almanya, um Deutschland geht, um die Zustände hier und wie wenig und wie viel sich ändert. Ich türkisch Mann, nix Deutsch sprechen kann. Kümmel, Knoblauch, Paprika ess ich auch. Mir sagen Leute, du nix Knoblauch heute. Arbeitskräfte wurde gerufen, unsere deutsche Freunde. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Nicht Maschinen, sondern Menschen. Aber Menschen sind gekommen, unsere deutsche Freunde. Freunde, Freunde, sie haben... Eigentlich eine ganz coole Nummer, ja. Ja, die haben wir dann entdeckt und sagten uns so, hey, voll geil, irgendwie, du musst eigentlich mit auf unsere Compilation. Das ist der Studio-Lehrling, ja, der hat dann quasi viele Sachen eingespielt, weil sie hatten ja auch kein Arrangement oder Notenblätter und so. Die hatten nämlich dann zu Hilfe auch das YouTube-Video, was wir jetzt da gerade gesehen haben, geholt und aus diesem YouTube-Video mit dem Handy raus im Studio dieses Lied arrangiert in die Instrumente, in den Computer. Und dann hier sieht man quasi, da wird noch fein geübt, da wurde schon transkribiert und so aus dem YouTube-Video heraus, ja. So, den Rest kann man sich dann anhören, wenn man sich die CD kauft. Auf der CD natürlich, ja. Naja, es gibt eben so ein Narrativ von Migration in Deutschland. Aber in dieser Art und Weise zu erzählen, geht eben ganz viel verloren. Die Sehnsüchte, die Kämpfe der Menschen, die hierher gekommen sind, letztlich ihre Perspektive. Und mit diesem Projekt wollen wir eigentlich einen kleinen Baustein zu diesem neuen Bild ein eigenes Puzzlestück beitragen, wo eben die Geschichte aus der Perspektive derer erzählt wird, die als sogenannte Migranten bezeichnet werden. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft. Ja, du bist dran. Also jetzt, es gab ja auch die Menschen, die zu Hause geblieben sind, ja, haben sich natürlich die Verwandten zu Hause gefragt, was macht denn der Sohn, die Tochter, der Onkel, der Freund in der Fremde? Und man hat natürlich auch diesen Liedern auch eine Überschrift gegeben, Acıvatan, ja, also Deutschland wurde dann zum Acıvatan, zur bitteren Heimat. Wir haben eine CD gemacht und unser Plattenlabel Trikont aus München wollte unbedingt, dass wir aus allen Ländern auch auf jeden Fall einen Song haben und so weiter. Und wir haben die irgendwie überredet zu sagen, wir machen das erste Projekt mit Songs, auf die wir Lust haben und wo wir denken, dass es einfach ist, die zu bekommen. Es hat 2 Jahre gedauert, egal. Aber es ist natürlich nicht nur so, dass nur Türken... Nee, was lang gedauert hat, ja, ja. Hat das aus anderen Ländern es rauszufinden. Das auch.
Auf jeden Fall haben wir alles und haben wir alles gefunden und so weiter. Und es ist natürlich nicht nur so, dass die türkischen Gastarbeiter Musik gemacht hätten, sondern es gibt sehr, sehr geiler Scheiß aus allen Ländern und so klingt das.